1,90 Meter groß, 105 Kilo schwer, breit wie ein Türrahmen. Das ist The Rock und so sieht es aus, wenn er seinen Körper einsetzt. Sean Bell, 26 Jahre alt, geboren und aufgewachsen in Edmonton, Kanada. Ein Verteidiger der humorlosen Art, zumindest dann, wenn er die Schlittschuhe anhat. Am 23.09. feierte er sein Debüt gegen Berlin. Dabei zeigte er gleich mal, wer Chef in der SAP-Arena ist. Der kanadische Fels mit den Gardemaßen. Ich habe mich schnell eingewöhnt. Ich liebe diese Stadt. Aber das Unglaublichste sind die Fans. Als ich hierher kam, haben alle bewundernd über die Anhänger gesprochen. Und ich war total fertig, als ich es dann selbst erlebt habe. Die Mannschaft spielt zudem sehr stark. Da war es relativ einfach für mich. 20 NHL-Spiele hat Sean Bell absolviert für 4 verschiedene Clubs. Die letzten Jahre hat er aber zumeist in den Minor Leagues verbracht, immer auf Wanderschaft. Heute hier, morgen da, bin kaum da, muss ich fort. So verlief seine Karriere. Dann kam Mannheim und er kam in die Quadratestadt. Im Probetraining konnte er überzeugen und bekam einen Vertrag bis Saisonende. Der Unterschied zu Nordamerika ist schon da, auch wenn Eishockey Eishockey ist. Die Eisfläche hier ist größer und man hat viel mehr Zeit, wenn man den Puck hat. Zu Hause wollen die Jungs vornehmlich mit ihrem Kampfgeist die Leute beeindrucken, um in der NHL bleiben zu dürfen. Manchmal hauen die sich die Köpfe ab. Hier ist das Spiel sehr, sehr schnell. Man muss daher seine Fähigkeiten neu erlernen. Er hat noch viel Luft nach oben, sagt er über sich selbst und auch, dass er noch schneller werden muss. Beim Körpereinsatz allerdings macht ihm keiner etwas vor, wobei er auch schon einiges an Strafminuten gesammelt hat. In dieser Woche wird seine Freundin aus Kanada einfliegen. Dann hat sein Single-Dasein vorübergehend ein Ende. Klar vermisse ich meine Heimat. Es sind schon einige Dinge, an die man sich hier gewöhnen muss im Vergleich zu Nordamerika. Aber der Sprung nach Europa ist ein weiterer Schritt in meinem Leben. Nach Hause kann ich dann wieder nächstes Jahr. Jetzt interessiert mich nur Eishockey. Wenn es nach ihm ging, würde er gerne länger ein Adler bleiben. Das hat er uns versichert. Und es gibt nicht wenige, die ihn gerne weiter in Mannheim sehen würden. The Rock aus Edmonton.